Wir hatten im Video davor darüber geredet, was die Modelle für ein Ziel haben bei ihrer NLP-Ausbildung. Die zweite Sache, die Modelle anders machen, wenn sie NLP wirklich nutzen, verglichen mit den durchschnittlichen Teilnehmern, die ja auch was von der NLP-Ausbildung haben, aber halt nicht ganz so, wie wir sie gerne hätten, ist, wie die, ich sag's mal NLP-mäßig, wie die Modelle ihre Timeline gestalten. Also, das klingt am Anfang so nach so viel, boah, NLP-Ausbildung, 1 Jahr, 2 Jahre, wenn ich Trainer mache, vielleicht 3 Jahre, vielleicht will ich sogar noch Kurse wiederholen und mache den Coach, dann kann es sein, dass ich 4 Jahre für NLP brauche. Boah, ist das lange. Ich habe mal irgendwann eine Tabelle gemacht, wo ich eine NLP-Ausbildung, den Gesamtaufwand, also quasi die Präsenzzeit, das wäre dann sowas wie die Stunden, die man verbringen muss, plus die Übungszeit, verglichen habe mit nur Grundschulzeit. Also wie lange brauchen wir, um Lesen, Schreiben, Rechnen zu lernen? Wie viel Zeit verbringen wir, oder manche würden sagen, verschwenden wir, auf dem Gymnasium? Wie lange braucht die Ausbildung zum Klempner, oder wie lange brauchen Leute für einen Führerschein? Und wenn man da eine Tabelle macht und das mal neben die NLP-Ausbildung stellt, stellt man fest, die NLP-Ausbildung ist aberwitzig. Das ist so kurz, das ist so schnell. Der Zeitaufwand verglichen mit dem, was Leute sich auch davon versprechen. Also wir reden von 20 Tage pro Ausbildung plus manchmal ein bisschen Supervision und ein bisschen Übungszeit, aber halt verteilt auf mehrere Monate. Also sagen wir mal, es sind 2 Jahre, die so eine NLP-Ausbildung braucht. Und sagen wir mal, jemand wird durchschnittlich 80 Jahre alt, das ist so momentan vielleicht so die Lebenserwartung. Dann reden wir über ein Vierzigstel des Lebens, die so eine NLP-Ausbildung braucht. Und jetzt ist die Frage, habe ich ein Gefühl, habe ich eine Repräsentation für dieses Leben, habe ich ein Gefühl für diese 80 Jahre? Wenn Leute an ihr Leben denken, ist ja die Frage, in welche Zeiteinheit denken die? Also geht es darum, dass ich die Stunden meines Lebens nutze? Geht es darum, dass ich die Tage meines Lebens nutze? Geht es darum, dass ich die Jahre oder die Jahrzehnte, oder geht es darum, dass ich mein Leben nutze? Die meisten Leute haben kein Gefühl für ihr Leben. Und es gibt eine sehr spannende Untersuchung auch, wie sich erfolgreiche Leute unterscheiden von denen, die fast erfolgreich sind. Und ein Punkt ist, dass die erfolgreichen Leute ein anderes Gefühl haben für ihre gesamte Lebenszeit. Das heißt, wenn die jetzt was machen, was sich erst in 5 oder 10 Jahren lohnt, dann spüren die das trotzdem jetzt schon mal. Das ist für die eine Strecke, 5 bis 10 Jahren, die können sie überblicken. Sternberg schreibt, dass auf die Art erfolgreiche Menschen können auf Belohnung warten. Und in dem Modeling mit Stefan Landsiedel hat er das so schön gesagt, dass wenn er jetzt was macht, was sich erst in ein paar Jahren lohnt, dann holt er sich jetzt schon die Ressourcen aus der Zukunft. Das heißt, er nimmt sich das Gefühl von der Zukunft in die Gegenwart und erlebt das jetzt. Also ist die Frage, wenn, oder in Zeitmanagement-Seminaren habe ich früher die Leute oft gebeten, denk mal an dein ganzes Leben. Und danach habe ich die Leute gefragt, hast du jetzt gedacht von Geburt bis jetzt oder von Geburt bis Tod? Und die meisten Leute, wenn man denen sagt, denk mal an dein ganzes Leben, denken sie an Geburt bis jetzt. Das heißt, es fehlt ihnen ein Stück in der Zukunft, das haben sie ja noch nicht gelebt. Also ist ja quasi noch nicht mein Leben, ich muss das ja erst noch leben. Aber das ist halt der Teil, wenn du mit NLP anfängst, wo die NLP-Ausbildung stattfinden soll. Das heißt, es wäre schon gut, man hätte ein Gefühl für das gesamte Leben und so eine Idee, wenn mein ganzes Leben 80 Jahre umfasst und ich jetzt davon 2 Jahre schwerpunktmäßig dem NLP widme, wie viel ist das eigentlich? Ich habe mir überlegt, wie kann man das darstellen, habe auch neulich ein Newsletter darüber geschrieben, und ich finde es gut, sowas dann runter zu projizieren, klar, auf eine Strecke, auf eine Entfernung. Nehmen wir an, 80 Jahre sind dann irgendwie 80 Meter, dann reden wir über 2 Meter, das kann man sich vorstellen. Ich finde für mich am stärksten, das Ganze auf eine Zeit runter zu projizieren. Das heißt, wenn ich sage, 80 Jahre Leben entspricht einem 24-Stunden-Tag, was sind denn dann 2 Jahre NLP? Und da kommen 36 Minuten raus. Das heißt, es würde bedeuten, dass du von deinem Lebenstag 36 Minuten für NLP aufwendest, und sich dann zu überlegen, ich kann in diesen 36 Minuten etwas beginnen, ich kann etwas anlegen, wovon ich den ganzen restlichen Tag etwas davon habe, gibt es so ein anderes Verhältnis. Das heißt, was die Modelle drauf haben, ist, dass sie ihr Leben als Gesamtwerk überblicken und auch die halt auch eine Idee haben, ich investiere jetzt mal 2 Jahre dieses Lebens in NLP und habe danach 10, 20, 30, 40 Jahre was davon. Und dann können die sich auch in den 2 Jahren komplett auf NLP einlassen. Das können viele Leute nicht, weil die machen 2 Jahre NLP und machen gleichzeitig noch das und das und das und das, und dann gibt es halt ein komisches Mischmasch. Drum wäre mein Vorschlag, mach 2, 3 Jahre NLP und dann mach irgendwelche anderen Sachen. Ich habe das
auch wie ich mit NLP angefangen habe, bei mir selbst in einem anderen Punkt gemacht. Ich war ja damals Berufsmusiker, also es war wirklich meine Profession, meine Leidenschaft, Musik zu machen. Und dann kam NLP als Beruf. Und in den ersten Jahren war klar, wenn ich jetzt NLP mache, ist nicht mehr die Zeit, die Musik so zu machen. Und ich habe mir damals versprochen, ich werde in einigen Jahrzehnten, das war wirklich mein Versprechen an mich, ich werde in einigen Jahrzehnten mit der Musik wieder anfangen. Diese Jahrzehnte endeten vor 2 Jahren. Ich habe mir vor 2 Jahren nochmal ein neues Klavier gekauft. Und es ist so, dass ich, so komisch das klingt, ich spiele im Augenblick mehr am Klavier, als ich zu meinen Zeiten als aktiver Musiker gemacht hatte. Weil als aktiver Musiker, so komisch das klingt, fehlte mir die Zeit manchmal zum Üben. Weil da hatte ich so viele verschiedene Themen, die ich bearbeiten musste innerhalb der Musik, dass ich mich nicht 2 Stunden ans Klavier setzen konnte und üben. Die Zeit habe ich jetzt. Das heißt, man kann Dinge durchaus innerhalb dieser 80 Jahre timen. Man kann die irgendwo hinlegen und sagen, das mache ich, wenn ich 60 bin, das mache ich, wenn ich 70 bin. Da ist noch so viel Leben übrig. Und mit dem Gedanken zu sagen, jetzt ist die NLP-Zeit. Jetzt nehme ich mir 2 Jahre für dieses NLP, aber ich nehme sie mir komplett. Ich mache jetzt richtig NLP und ich werde den Rest meines Lebens davon profitieren. Das ist eine Strategie, mit der die Modelle die Zeit gestalten. Und dann, wenn sie NLP machen, machen sie einfach NLP. Okay, und das ist es. Und dann werden wir uns gleich angucken, wie die mit ihrem Selbstbild umgehen und wie sie sich in den Lehrer verlieben und wie sie das Ganze nicht mit Schule verwechseln. Und das gucken wir uns gleich im Detail an.